Ja, herzlich willkommen, liebe Heavy Trader Freunde, hier zu unserem Team Trade des Tages. Wie immer haben wir natürlich hier einen neuen Team Trade für euch für das Monatsende, denn das hat sich ja heute schon angekündigt mit etwas mehr Bewegung. Und wir machen natürlich in dieser Sendung wie immer ein Team Trade Update und dann kommt zum guten Ende natürlich noch, beziehungsweise mittendrin, unser Daily Business der DAX und daher sofort in die Charts einfach mal reinschauen, was wir hier haben. Das ist zum einen mal die MicroStrategy. Unsere Team-Trade-Partin Lisa hat diesen Trade gemacht und bisher hält er sich sehr gut in der Pluszone, der Bitcoin entsprechend auch. Das heißt also, wir laufen hier mit einem Plus auf und werden diesen Trade natürlich wie alle Trades heute zum Monatsende schließen, die wir in unserem Team-Trade Konto laufen haben. Wie gesagt, dieser hier mit 21%, 104 Euro im Plus. Insofern ist das genau wie geplant und natürlich hoffen wir, dass zum Monatsende noch ein bisschen was draufgepackt wird. Wir haben noch zwei Team-Trades laufen, den einen von mir, die Chevron. Die Chevron wird heute Zahlen heute Nachmittag bringen. Da schauen wir auch gespannt mal drauf, ob das dann für die Aktie nochmal einen Push geben wird. Und Amazon, die haben ja gestern nachbörslich Zahlen gebracht und Prognose rausgeschüttet. Aktie erstmal 10% im Plus nachbörslich, dann wieder ein bisschen zurückgelaufen. Auch da werden wir heute um 14.15 Uhr in der Sendung natürlich ein Team-Trade-Update dazu geben zu diesen beiden Trades. Also das wird sicherlich dann noch einmal ein interessantes Update werden. Dann kommen wir hier zum DAX, unserem Daily Business. Das sah heute Morgen schon mal relativ gut aus. Gestern hat die Nasdaq ja und auch die Wall Street relativ gut performt, im Folge der Amazon-Zahlen erstmal. Das heißt aber auch schon im Vorab, infolgedessen dann auch nochmal danach. Aber nachdem jetzt Amazon da ein bisschen Einschränkungen gemacht hat zu den Zahlen, sehen wir auch, dass der DAX mittlerweile etwas zurückläuft. Wir waren heute Morgen bei 15.913 Punkten, wie man sieht, und dann ging es wieder abwärts Richtung 15.700 Punkte. Am Tagestief befinden wir uns momentan noch, aber es ist noch nicht aller Tage Abend, was das angeht, denn wir haben ja heute noch wichtige Zahlen aus den USA. Auf das wird der Markt natürlich wieder spitzen. Zunächst einmal die US-Konsumausgaben und die persönlichen Einkommen der Amerikaner und dann die sogenannte PCR-Kernrate, die wird sicherlich auch von Interesse bleiben mit Blick auf die Notenbanksitzung nächsten Mittwoch in den USA am 3. und am 4. kommt ja die EZB. Diese soll 0,3% gestiegen sein im Verhältnis zum Vormonat und damit unverändert im Plus bleiben. Alles, was sich daneben bewegt, höher oder tiefer, wird bei den Märkten sicherlich durchaus nochmal zu größeren Bewegungen führen. Dann haben wir noch den Einkaufsmanager-Index Chicago, 15.45 Uhr. Das dürfte sicherlich auch noch einmal für Volatilität sorgen. Und den Konsumklima-Index aus Michigan. Da läuft das sicherlich auch nochmal so ab. Also, das ist hier noch nicht aller Tage Abend. Das ist noch nicht tatsächlich irgendwie ein endgültiges Ergebnis des DAX für diesen Monat. Wobei man natürlich sagen muss, er steht immer noch im Plus. Denn zum Monatsende März, da stand der DAX hier bei 15.669. Das ist also jetzt noch spitz auf Knopf, sind noch 20 Punkte. Mal schauen, wo man den hinbewegen möchte im April. Der April ist statistisch gesehen normalerweise ein Monat, der im Plus endet. Zweitbester Börsenmonat in der Statistik eben den 12 Monaten des Jahres. Und insofern könnte man da natürlich nochmal versucht sein, nachzulegen. So, dann kommen wir mal zu unserem Team-Trade des Tages. Das ist die Deutsche Börse. Tja, was ist da passiert? Nun gut, die Deutsche Börse hat am Mittwochabend nachbörslich Zahlen gebracht. Die sind sehr gut ausgefallen. Man hat den Umsatz um 16% und den Umsatz um 16% gesteigert und die Gewinne um 12%. Das ist also sehr gut für die deutsche Börse. Der Markt hat auch positiv zunächst mal reagiert. Wir sehen das hier an dieser Kerze. Das ging hier nochmal hoch bis 186 Euro. Dann aber kam auch nochmal eine zweite Schneide, nämlich dass die deutsche Börse plant, den Datenanbieter Simcom Corporation für 3,9 Milliarden Euro zu übernehmen. Und solche Übernahmen, die nicht so günstig sind, hier hat man einen Aufschlag von 40% auf den letzten Börsenkurs gezahlt oder beziehungsweise erstmal angeboten, weil die Übernahme ist ja nun erstmal im Gange. Das findet der Markt scheinbar etwas zu teuer. Insofern rauschte die Aktie hier um mehr als 10% nach unten und wir waren dann hier an dieser Unterstützung.
Heute probiert man sich an dem sogenannten Gap Close. Das heißt also, hier an die Unterkante dieses Gaps hat man schon mal den Versuch unternommen zu laufen. Die Aktie ist jetzt gemessen natürlich am DAX, an der DAX-Entwicklung nicht so schwach. Das heißt, sie läuft hier noch einigermaßen. Natürlich ist das ein Rebound erstmal nach oben. Die Frage ist eben, ob es zu einem Gap Close kommt oder nicht, gemessen daran, wie die Übernahme im weiteren Verlauf dann gemanagt wird von der deutschen Börse. Wenn es dazu kommen würde, dann wäre das Kursziel dieses Trades hier erstmal der Bereich um 180 Euro. Die 176 sind ein bisschen hoch, das ist hier ein bisschen verschoben. Und wenn wir auch darüber kämen, natürlich wieder das Allzeithoch. Das ist allerdings nicht zu rechnen. Also Gap Close wäre hier so Richtung 180, 182 Euro. Das wäre zunächst mal das Ziel dieses Trades. Gap Closes kennt ihr ja wahrscheinlich schon von unserem Team-Chat-Button Kian, der das bei Boeing schon sehr gut vorgeführt hat, dass das funktionieren kann. Wobei dieses Gap größer ist als das von Boeing. Ja, soweit für unsere Charts und diesen Teamtrade. Wir haben uns dann natürlich auch ein Produkt rausgesucht, ein Deutsche Börse Turbo Call mit der Kennnummer MD72P2 mit einer Knockout-Schwelle von 129,96, also weit, weit entfernt. Der Hebel ist auch nur 3,5. Wir gehen da ein bisschen konservativer ran, aber das erklären wir natürlich nochmal in unserer Sendung um 14.15 Uhr. Dann natürlich auch nochmal ein Team-Trade-Update, Details zu der Übernahme der deutschen Börse da auch nochmal. Und natürlich schauen wir uns dann an, wie der DAX unmittelbar vor den wichtigen Konjunkturdaten aus den USA taktet und was da noch zu erwarten ist. Also seid dabei, registriert euch unter heavytraders.live, schaut in unsere App, da sind nicht nur die Team-Trades drin, sondern auch alle anderen Trades, die wir hier auf dem Floor machen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, bis 14.15 Uhr zum Team-Trade des Tages.